vorgestellt, S4ICI oder A Fate, und zwar Vorschau Nummer 10. Wir sind in Kapitel 5, letztes Mal kläglich gescheitert, weil wir irgendwie diese Medizin oder was auch immer war nicht essen konnten, und das müssen wir jetzt besser machen. Text könnt ihr notfalls vorgelesen auch in Folge 9, glaube ich, haben, oder ihr lest es euch durch, wir wissen ja jetzt schon, worum es geht. Könnt das auch hier lesen, könnt natürlich auch das Video stoppen, dann könnt ihr das auch noch lesen, wenn ihr das möchtet, und wir schauen, was hier vorangeht. Er ist schrecklich verzweifelt. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die anderen finden erstmal. Das war das erste Ziel. Er weiß aber, wo es lang geht. Deswegen ist ja schon angezeigt, ne, sozusagen. So, nächste Runde. So, da finden wir jetzt eine Ruine. Und da müssen wir die von außen erforschen, sozusagen, ne? Mit seiner Fähigkeit. So, das können wir schon mal machen. Macht er, das braucht 3 Runden, oder wie war das? Okay, dann noch einen mehr, dann sind es 4. Jetzt ist das abgeschlossen. So, da können wir mal hier gucken. Ehrenmüll hat das Verwaltungsbuch vom Pier und Fragment. Da gibt es nämlich einen Bonus, den wir dann auch natürlich vielleicht besser mitnehmen. Haben wir. So, und dann geht die Reise weiter. Nochmal anklicken, nochmal hingehen, weiter wandern. So. Hier gibt es Kybrikas. Gehen wir nach da. Und dann müssten wir schon auf den Stamm treffen. Hier sind die Karawane mit den 3 Zöglingen. Und einen geht's schäbig und die anderen beiden sind am... Ne? Und warte, wir müssen erst hier noch was finden, oder wie sehe ich das? Ja. Jetzt haben wir auch ein Ziel. Alle müssen arbeiten, das ist auch klar. Und für den Trank und so weiter müssen wir auch noch Dingens sag schon brauche einen Trank, 20 Kybrikas werden gebraucht und 20 Gewürze. So, die Gewürze, also die Kybrikas kann man so sammeln. Warte, was war RMO? Das ist der Droide. Der kann definitiv hier schon mal hier Kybrikas sammeln. Top ist der Koch des Stammes. Da gibt es einen Zelt lang. Aber er kann dann auch immer Kybrikas machen. Und dann haben wir Pip. Pip ist ja der Handwerker, ne? Genau. Und um das zu kriegen, steht das hier. Ach so, warte mal. Wir haben jetzt, glaube nicht, doch Holz haben wir genug. Das bedeutet, wir machen hier weiter mit der Apotheke, die hier hinkommt. So, weiter geht's. Auswählen, wer hat nichts zu tun. Also wir haben nur 30 Holz. Ich glaube, wir sammeln auch noch Holz. Wir sind ja mit 4. Genau, ich hätte nur 3 ausgewählt. Ne? Einer Holz, 2 Kybrikas, einer baut die Apotheke. Sollte klappen, oder? So, die Apotheke ist jetzt schon fertig, oder wie ist das? Das heißt, er muss jetzt die Gewürze hier holen. 20 Stück brauchen wir und 20 Kybrikas waren das, ne? So, 80 Kybrikas haben wir. Und wir haben 42. So. Er muss jetzt den Trank brauen, das macht er auch. Das machen wir. Trank ist noch nicht fertig. So, jetzt ist der Trank fertig. Gute Arbeit, ein Trank befindet sich vom Vorrat und nun Sven wähle den kranken Zögling aus und klicke mit dem rechten Maustaste auf die Karawanenapotheke. Also der kranke Zögling ist Pip. Da drauf. Und da steht, dieser Zögling führt das bereit aus. Aber wir können das... Aber es ging ja auch auf den Hauptteil, ne? Das muss wohl dann das Heilen sein, ne? Haben wir das letztes Mal voll verpeilt, wa? So, gute Arbeit, ein Trank, wenn wir sie hier. So, das haben wir ihm zugegeben. Das heißt, wenn wir das jetzt machen, müsste der Trank verschwinden. Also, das Holz ist alle, alles klar.
Jetzt die Frage, was brauchen wir sonst noch? Wir brauchen hier Erze. Dafür braucht es eine Mine, aber Stein geht auch so. Ich glaube, wir brauchen Stein. Nee, braucht man auch. Das bedeutet, wir machen da weiter mit Kybrikas erstmal, glaube. Oder? Ja, doch, wenn wir da hingehen, entdecken wir auch ein bisschen mehr das hier noch. Gut, das heißt, hat er schon den Trank getrunken? Das ist die Frage, ne? Nein, hat er nicht. Geht sich heilen. Okay, dann machen wir das doch. So, Pip ist wieder gesund. Die Architekt mag noch nicht wieder in Westform sein, wird dem Stamm jedoch erhalten bleiben. Sehr schön. So, jetzt ist die Frage, ob sich das auch von alleine heilt. 60 von 150. Müssen wir mal gucken. Was jetzt wichtig ist, dass wir schauen, dass wir was machen. Eine Mine bauen, würde ich sagen. Das nicht. Da sind, nee, da sind wir auch nicht. Markt und Zeltlager, hier sind wir. Warte mal, die Mine. Ach so, die braucht nur Holz. Holz haben wir so viel. Wir brauchen aber Holz, um weiterzukommen. Holz gibt's auch da, okay. Ja, müssen wir da wegholen. Jetzt ist die Frage. Ja, nützt nichts, ne? Wir brauchen ja die Rohstoffe. Machen wir so. Definitiv. So. Ist das schon fertig? Ja, dann soll er das mal holen schon mal. Die Kybrikas werden eingesammelt. Alles läuft erstmal, oder? Wie sehe ich das? Wir müssen dann Holz haben. Ich glaube, wir schicken Irumo dahin zum Holzfällen. Die Aura ist da, alles klar. Ja, dann ist jetzt die Frage, wie wir die Aura bewältigen. Ja, ich denke mal, wir gehen dann erstmal dahin, oder? So. Der Stamm hatte Rationen in seinem Vorrat, doch sie werden zunehmend knapp. Sammle Kyrbrikas, falls der Vorrat zu nahe geht. Die Wellen naht und du musst die notwendigen Rohstoffe schaffen, um die Reise zur nächsten Rast zu meistern. Bisher wurde der Stamm durch eine gewaltige Aura gestört. Irmo kann ihnen helfen. Das ist eine Aura. Sie schützt den Wald und die umgebenden Dschungel. Unter ihrem Einfluss kann nicht einmal ein einziger Zweig gesammelt werden. Das führt dazu, dass Jimkas Stamm nichts bauen und keine Fortschritte erzielen kann. Nicht nur das, Auren sorgen dafür, dass die Sammeln jedes Rohstoffs immer in der Zone 50% weniger effizient ist. Solange sie nur die Hälfte der Rohstoffe einbringen können, ist der Stamm dazu verdammt, vor Hunger zu sterben oder von der Wellen eingeholt zu werden. Hinweis, diese Aura ist eine Holzaura, die Wälder beschützt. Es gibt ebenso viele verschiedene Auren wie Rohstoffe. Irumo spürt die schützenden Vibrationen der Aura, die das Land eng umschlingt, wie eine Mutter, die ihren Kind vor Gefahren zu schützen versucht. Doch Druiden kennen die Sprache der in den Auren hausenden Geist. Irumo kann diese Aura besänftigen. Der Druide kann erklären, dass dieser Stamm dem Land kein Leid antun wird und die Aura überzeugt, einige ihrer Rohstoffe mit den Zöglingen zu teilen, damit sie überleben können. Dazu gehört das Versprechen, dass der Stamm nur nehmen wird, was es zum Überleben braucht und dann weiterzieht und dass das Seufzen zu holen wird, sollten sie es brechen. Teil Irumo über Rechtsklick, die Aura zu besänftigen. So haben wir. Der Austausch zwischen Zögling und Aura dauert für gewöhnlich 5 Runden. Die Aura wird sich von den ersten Bewegungen des Zöglings anberuhigen, doch unterbricht der Zögling seinen Tanz, kehrt die Aura wieder zu ihren schützenden Form zurück. Am Ende des Austauschs wird die Holzaura 20 Runden lang besänftigt sein. Sie wird dem Stamm helfen, indem sie ihm einen Bonus auf die Sammeln von Holz in diesem Gebiet gewährt, ehe sie abermals schützend wird. Eine Aura kann so oft besänftigt werden, wie es dem Stamm nutzt. Einige erfahrene Druiden können Auren dauerhaft besänftigen oder gar innerhalb eines einzigen Runde. Gut, das heißt, unser Druide macht das. Hier wird gesammelt. Groß ist die Aura, so groß, okay. Wir brauchen Holz auf jeden Fall. Und wir brauchen auch das. Das wird aber gesammelt. Kybrikas, okay, haben wir noch einiges? Ja, wir müssen warten, bis besänftigt ist, ne? Da brauchen wir gar nicht drauf warten.
Ja, machen wir erstmal weiter, ne? Ruinen entdeckt, ist klar. Der Rohstoff ist eben aufgebraucht, ist auch klar. Aura entdeckt, ist auch klar. So, da wird jetzt besänftigt. Aura besänftigt eine Runde. So, jetzt müssen wir gucken. Kann ich irgendwo erkennen? Mhm. Also ihr habt es gelesen, ne? Denke ich mal. Ich glaube, wir sind aber hier noch alle am Sammeln, ne? Wir haben schon 44 Eisen. Sammle den übrigen Rohstoff für deine Reise und nähre deine Zöglinge mit Kybrik. Hast bereits Tränke zu, um deine Zöglinge zu heilen, falls sie erkranken. Ja, sammle mindestens 400 Kybrikas für die Reise zur nächsten Rast. Ja. Da machen wir ja auch schon, ne? Der bringt jetzt Rohstoffe zurück. Okay, dann lassen wir das mal machen. Und hier ist es 3 von 3 Runden. Ich verstehe jetzt nicht so. Besänftigt 19 Runden oder wie sehe ich das? Machen wir nochmal auswählen. Ach so, er hat jetzt nichts, weil er es schon besänftigt hat. Das heißt, wir gehen jetzt Holz sammeln. Und go. So, die 400 Kybrikas müssen wir sammeln. Ja, eigentlich ist es ja jetzt nur das Holz zu holen und er macht hier Dingens weiter. Dann passt das doch, oder? Und wir sollten noch einen Heiltrank herstellen. Vielleicht sollten wir... Das sind 40. Wie viel braucht da einer? 6. Ich glaube, wir müssen ja... Die essen ja erst die Ration. Das heißt, wir können eigentlich einen abkommandieren und hier noch das sammeln. Wegen Nahrung. Wegen Tränke. Zum Heilen hier. Pip muss ja auch noch geheilt werden und so, ne? Und vielleicht wird ja noch einer krank. Okay. Er musste jetzt erst zurück und sich umziehen, sozusagen. Naja. Die Welle dauert noch. So, das ist alles im Lot. Wir haben 88 Erze. Achso, da ist schon einmal... Ach, wir könnten sogar noch mehr machen, oder wie sehe ich das? Jimka sammelt noch weiter. Lassen noch einmal sammeln. Bis er das abliefert und dann ändern wir das zum Tränke machen. So, Holz ist 62 da. So, jetzt ist abgeliefert hier. Kann Jimka dann Tränke brauen? Ich denke schon, oder? War das auch ein Koch? Nee, ne? Steinsammler und Fallensteller, okay. Aber wir müssen auch noch den Bergbauarbeiter irgendwie zurande kriegen, ne? Wo kriegen wir den denn noch weg? Wer macht Bergbau? Wo gibt's Bergbau? Wo und Zyklus? Ja, das war in einer früheren Dingensfolge, ne? Der Bergbauarbeiter. Koch und Sammler. Steinsammler, Fallenständer. Architekt. Und der beste Druide, ich weiß es nicht. Ist das nicht, wenn man einer hier meint, dass das dann das Beste ist? Hm, schwierig. Wir machen mal weiter, oder? Trank ist noch nicht fertig. Holz haben wir, 58, wird aber gerade wieder was zurückgebracht.
Jetzt haben wir 110 Holz, das reicht noch nicht. Wir brauchen ja 200. Und 176 ist Eisen. Okay, das bedeutet, jetzt müssen wir... hier. Ja, bringt erstmal zurück. Also das können wir, ich glaube, der macht dann sowieso an der anderen Stelle weiter, oder? Und das reichte erstmal. So, das jetzt alle. Weiter. Ah, er macht es automatisch da. Das ist schon gut so. Wie komme ich an den Bergarbeiter noch dran, ne? Ja, gute Frage, ne? Druide, Holzfäller. Wo ist denn der Bergarbeiter? Hier. Macht das einer? Kriegt das einer? Oh, Pip ist schon der Richtige, der das macht. Aber hier ist noch ein besserer Bergarbeiter eigentlich. Jimka. Okay. Das müssen wir wahrscheinlich abwarten dann. Oder muss Jimka... Der hat jetzt hier Holzfäller und Obstsammler. Das ist wahrscheinlich jetzt falsch, ne? Hat Jimka jetzt ausgetragen, weggetragen? Ich glaube ja, ne? Wo ist Jimka? Da ist Jimka. Ja. Jetzt haben wir da wahrscheinlich auch noch wieder einen Fehler gemacht, ne? Mach du mal Kybrikas. Okay, das kann er dann nicht. Dann kann er vielleicht da. Ja. Und Jimka macht besser da. Und wir wollen hoffen, dass dann das hochgeht. Er ist noch mit Holz beschäftigt, will ich hoffen. Besänftigt eine Runde. Alles klar. Das heißt... Das ist nicht die Karawane. Irgendwo muss hier wieder... Ach, geht noch nicht. Alles klar, dann machen wir das. Die Aura ist jetzt wieder da. Und das heißt, wir müssen wieder besänftigen. Und jetzt geht's weiter. Jimka, kriegt ihr denn jetzt Punkte dazu? Das ist hier auf 6 und auf 2 Uhr. Bei beiden. Mal gucken, das waren jetzt zwei Runden, ne? Hm. Weiß ich jetzt nicht so, ob das so... Kann ich denn hier irgendwo einzelne Punkte erkennen? Sehe ich jetzt nicht, ne? Hm, schwierig. Er hat nichts mehr zu tun, das heißt, er kann wieder Holz fällen. So. So.
machen sie da jetzt? Jetzt haben wir kein Erz mehr. Und was machen wir dann? Gute Frage, ne? Kriege ich den als Werkarbeiter? Hätte ich den sofort machen müssen? Aber wir können hier noch Steine klopfen. Dafür brauchen wir einen Steinbruch. Die Mine kann man abreißen. Ja. Und dann Mr. Pip jetzt. Er bringt gerade die Kyprikas weg. Okay. Dann da halt. So, und er muss jetzt gucken, dass wir hier noch was bauen. Den Steinbruch. Dafür brauchen wir wieder 100 Holz. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber wir machen das mal, ne? Hat ja anders keinen Sinn, oder? Das Holz ist weg, okay. Schauen wir weiter. Hat jetzt nichts zu tun, Pip. Ist das schon fertig? Ne, Pip sollte hier und auch wieder weiterarbeiten. Jimka sammelt noch. Lass mal weiter sammeln. Ist er abliefert? So, und jetzt soll Jimka hier, nee, hier Steine klopfen. Und dann wollen wir hoffen, dass es klappt. So, wie ist denn mit Jimka und den Werten hier? Ja, das ist jetzt mehr geworden auf jeden Fall. So, mal hoffen, dass wir das noch hinkriegen. Holz wird auch noch gesammelt. Wir brauchen noch 50. So, Holz ist genug da. Jetzt fehlt uns nur der Bergarbeiter. Ja, das bedeutet, wir müssen einfach noch ein bisschen Runden schicken. Kybrikas haben wir auch genug. Die Aura ist wieder da. Das bedeutet, hier wieder besänftigen ruhig. Und beten und hoffen, dass wir es hinkriegen. Die Frage, wann Jimka fertig wird, ne? Also, jetzt ist hier das Holz nochmal aufrufen. Die Flut kommt immer näher. Wollen wir hoffen, dass Jimka jetzt irgendwann seine Punkte sammelt. Es ist mehr geworden, aber nicht, steigt jetzt nicht mehr, ne? Sieht aus, als ob es weniger wird. Sammler, das ist eine... Na super. Bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Dann einfach da weiter sammeln. Macht er aber sowieso. Ah, das ist Iron Mode. Da habe ich einen falschen erwischt. Ich muss ja diese Person anklicken, ne? Damit ich das sehe. Ja, da bin ich jetzt wieder überfragt, ne? Warum das nicht klappt. Wann steigt diese Person auf? Das ist die Frage, ne?
Essen wird auch weniger. Rohstoff ist aufgebraucht. So, was machen wir jetzt mit ihm hier? Ja, es ist leider nicht gestiegen. Kriege ich den denn als Bergarbeiter gesetzt? Hätte ich da wieder von vornherein ihn als Bergarbeiter setzen müssen? Ah, das ist ja jetzt richtig doof, ne? Da geht nichts. Haben wir doch erkundet, ne? Tja. Da kann man nichts abbauen. Ist das Ding schon wieder durch, oder wie sehe ich das? Tja, ist die Frage, wie man an einen Bergarbeiter kommt. Da ist jetzt wieder die Dingens. Er kann dann wieder besänftigen. Und gleich kommt die Flut. Und das hat hier nicht geklappt, leider, ne? Da haben wir wieder was falsch gemacht, oder? Eine Runde bis zur Überflutung. Ja. Hier ist nix. Aber Pip hat das, aber das hat er vielleicht schon von vornherein gehabt, oder? Das ist jetzt die Frage. Schwierig, ne? Leider hat das nicht funktioniert, weil wir jetzt ertrinken werden. So, Sachen packen ist nicht, weil wir den Bergarbeiter nicht haben. Das ist jetzt richtig schade, ne? Ja, können wir auch nicht ändern, ne? Jetzt kommt das große Wasser. Und da ist es. Und leider hat es unser Zögling erwischt. Niederlage. Ja, gesehen habt ihr das. Ich bin jetzt nicht so ganz schlüssig, wie das ist, aber ich glaube, wir müssen das Erz alles mit Jimka oder wie er hieß, abbauen, damit der aufsteigen kann, wenn ich das richtig verstehe. Aber das ist immer so ein bisschen schade dann, ne? Ja, wer weiß, ne? Müssen wir in der nächsten Folge probieren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, dann macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das Video hochlade. Gerne Kommentare drüber schreiben. Vielleicht wisst ihr, dass das so ist. Und mit dem, ne, Bergbauarbeiter. Und gerne das Video auch auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.